Was beim letzten Mal geschah? Wir machen ein neues Franchise auf. Ein Rennspiel. Ein simuliertes Rennspiel. Was wahrscheinlich eher basic ist, aber es ist ein Rennspiel. Formula Zero. Okay, Bewertung. Kann es schlecht gehen. Was? Was? Junge, wie die Anzahl steigt! Rang 8! Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das toppen werde. Bestimmt gar nicht mehr. Ja, ich glaube, wir machen das nochmal. Was hat das denn jetzt gekillt? Zweimal dasselbe Spiel back-to-back? Ah, man hat unsere Faulheit bemerkt. Harvest Sun. Nice! Keine 10 von 10. Genauso gut wie das letzte Mal. Die Folgen enden ja immer mit einem Banger, Alter. Wie geil. Hi! Ich hoffe, der Teaser-Trailer von der letzten Folge hat euch auf den neuesten Stand gebracht. Hi, ich bin Cryronic von der Cryronic Games KG. Viele Folge am Stück. Sieht man am T-Shirt, was ich anhabe. Ja, wir haben 2.15 Uhr nachts. Und ich habe Spaß mit meinem allerersten Let's Play in meinem allerersten Run von Game Dev Tycoon. Und wie ihr sehen könnt, der Spaß kommt auch daher, dass wir gerade einen geilen Umsatz erzielt haben. Mit dem zweiten Banger-Game, mit der 9,75. Könnt ihr nicht glauben. Schaut in die letzte Folge rein. Und ja, wir haben einen Umsatz von 6 Millionen. Und ich glaube, wir gehen, oder sagen wir mal, Einnahmen, Eigenkapital von 6 Millionen. Und sagen wir jetzt einfach mal, wenn das nächste Mal das Angebot kommt, gehen wir heute wahrscheinlich sogar in ein neues Büro. Ich bin gespannt, wie das wird. Wir entern the next level. Und ja. Hi. Forschung. Open World haben wir gesehen, haben wir beim letzten Mal geboten bekommen. Das will ich erforschen. Das brauchen wir dringend, wenn gleich die 3D-Generation kommt. Wobei Zelda 2 ist auch Open World, ne? Ein bisschen Aspekte so rumlatschen und so. Könnte man, glaube ich, jetzt schon implementieren. Wir haben sogar noch genug für ein neues Thema. Komm. Die Themen sind immer wichtig. Gib mir kreative Ideen. Romantik. Könnte man eine Dating-Sim machen. Eieiei. Ja. Leider kein Action-Adventure. Damit möglich. Das ist ja, komm, neues Büro. Umziehen. Let's go. Wir enteren the next stage, direkt am Anfang der nächsten Folge. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse-Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Imagine, die Spiele, die ich jetzt entwickelt hatte, wären jetzt mit dem ganzen Team gemacht worden. Ey. Nun kannst du dich und deine Mitarbeiter trainieren, um die Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Management-Kurses versuchen, den du belegen musst, bevor du deinen ersten Mitarbeiter einstellen kannst. Und zu Beginn schließe die Nachricht und klick auf deinen Charakter. Cryronic Games KG, let's go. Erstmal hier Romantik. Ah, muss ich nicht mehr anzeigen. Trainieren. Juwelen des Spielern, das Bücher lernen. Lass mich nachdenken. Wiederhole dich nicht, unfälliger Code. Okay. Wir haben ja zum Glück das Geld. Genau deswegen, mit diesen versteckten Kosten. Das meinte ich letztes Mal, mit versteckten Kosten. Wir brauchen Geld. Um Geld zu machen. Sehr geehrter Cryronic Games KG, wir haben Ihre Fortschritte in den letzten Jahren verfolgt und möchten Sie hiermit offiziell einladen, an der größten Spielmesse der Welt, der Games Games Games, auch als G3 bekannt, teilzunehmen. Mit Ihrem eigenen Stand auf der G3 können Sie viele Fans gewinnen und gleichzeitig auch Ihre Spiele in den Mittelpunkt rücken. Wir denken, dass die Fans sich freuen würden, wenn sie teilnehmen würden. Wir würden sie jährlich mit Standoptionen kontaktieren, würden uns freuen, sie auf der G3 begrüßen zu dürfen. Gucken wir mal, wie viel es kostet, ne? Alles eine Frage des Geldes. Du kannst jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen, um damit zu beginnen. Schließ die Mitteilung. Einstellen-Button. Bei der Liste Auftrag das eigene Engineer-Spiel. Ja, Position besetzen, meinen die. Stellenausschreiben ausschreiben. Ja, hallo?
Ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerber und die verschiedenen Tests helfen, die Mitarbeiter mit dem besten Gleichgewicht an Design- und Technologiefähigkeiten zu finden. Budget. Bewerber vorsortieren. Demospiel. Demospiel wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Um herauszufinden, ob die den Spirit haben für Videospiele. Machen wir ein Budget von. Ist die Frage, das, was wir dem bieten, oder? Ich hätte gesagt, relativ so Mittelmaß einstellen. Das viel, ich weiß es nicht. Komm, Suche starten. Mittelmaß. Achso, das ist das Geld, was ich dafür verwende. Okay. Okay. Ja gut, okay. Anscheinend ist Chronic Games vor kurzem in meinem Büro in einem bekannten Technologiepark gezogen und sucht nur nach Mitarbeitern. Das Unternehmen, welches für Spiele wie Space Conquest und Formula Zero bekannt ist, hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Einer der vielen Fans des Space Conquest sagte dazu, ich kann nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht einmal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele vor einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf ihre zukünftigen Spiele. Tja, ne, seht ihr's. Sag mir nicht, Tina will raus. Na. Ein Moment. Vielleicht gibt es jetzt den Cut. Keine Ahnung, ich meine, wenn ich immer so einen Trailer am Anfang mache, gibt es meistens immer Videoarbeit-Technik an den. Also die Videos sind nicht nur anmachen, let's playen und aufhören. Ich werde da schon ein bisschen Schneidarbeit am Anfang und am Ende der Folge vielleicht machen. Also am Anfang auf jeden Fall mit so einem Trailer, was beim letzten Mal passiert ist, aber am Ende macht die Pausen halt eben weg. Also ich muss so oder so eine Video-Editing machen. Deswegen jetzt hier ein Cut. Und da bin ich wieder. Hey. Ja. Puh. Weiter geht's. Ich habe gerade meine Katze rausgelassen. So, denk dran, dass du deine Angestellten jederzeit weiterbilden kannst. Aha. Liam Myers. Wenn jetzt ein paar Glocke-Fans hier wären, dann würde ich jetzt ein paar Meyer-Emotes in den Kommentaren sehen. Aber ja. Wenn ihr ein Glocke-Fan seid, schreibt es in die Kommentare und lasst es mich wissen. Erfahrung Level 1. Geschwindigkeit. Forschung. 8000 pro Monat ist ja billig. Der Thomas Oliver, Alter. Aber gut, okay, der hat auch viel bessere Stats, ne? Ja. Ja. Oh, komm. Amy Philippa. Hat er sogar noch bessere Stats? Der ist auch mehr auf Design, der ist mehr auf Technologie. Und Jake Kim. Ja, das ist eine bessere Auswahl als die erste Person. Er hat mehr Geschwindigkeit und Forschung. Und ist billiger als Thomas Olivier. Dann nehmen wir einfach Amy Rose oder Amy Philippa. Stellen wir ein, komm. Berühmtheit, stell eine Berühmtheit ein. Hä? Glückwunsch zu deinem ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig werden können. Wenn dein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihm eine Effektivitätsleiste. Diese Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, deinen Mitarbeitern ein Willkommenstraining zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das wird ihre Effektivität weitaus schneller steigern als normalerweise. Um das zu tun, schließe die Nachricht und klicke auf OK. Mittlere Spiele. Was? Feuer! Trainieren. Hier Einarbeitungstraining. Los. Kann ich noch eine neue Position besetzen? Bis zu 4 Mitarbeiter beschäftigen. Versuche nicht gleich alle auf einmal einzustellen, da Personal teuer ist. Viele Anfänger machen diesen Fehler und gehen bankrott. Ich habe hierfür hingearbeitet. Sie ist mehr auf Technik. Wir brauchen am besten einen auf Design. Level 3. 25.000 pro Monat. Jack Long, Laureen Carmo. Hä? Yuan Gorge. Let's go, komm. Vielfältigkeit. Beschäftige männliche und weibliche Mitarbeiter. Die Frauenquote ist erfüllt, Jungs. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ah ja, hier. Einarbeitungstraining. Level 3. Das sagen die voll gut. Mal sehen, ob ich mir, wie ich hier mit Jake Long und Amy Philippa gut arbeiten kann. Wenn du Top-Spiele erstellen und ein Weltklasse-Team haben willst, dann ist Training sehr wichtig. Für die besten Resultate solltest du deine Mitarbeiter regelmäßig trainieren, die aber nicht durch zu viele Sitzungen auf einmal überfordern.
Es sind verschiedene Trainingsoptionen verfügbar. Manche Optionen sind besser, um bestimmte Fähigkeiten zu steigern als andere. Ausprobieren ist der beste Weg, um herauszufinden, welche Trainingsoptionen deinen Plänen entsprechen. Es nützt eine Mischung aus Spezialisten und Allrounder in deinem Team zu haben, aber versuche mindestens einen Design-Alter. Ja, danke. Okay, ich habe keine Forschungspunkte, never mind. So. Du bist aber. Game Convention, 80.000, 500.000, 1,5 Millionen. Nehmen wir einen kleinen Stand. Machen mit einem kleinen Stand, komm. Hab ich auch so eine Leiste jetzt. Ich bin selbst Level 3, okay. Okay. Okay, hallo. Kann ich ein neues Spiel erstellen? Okay. Auftragsarbeit. 26.000. 17.000, 25.000. Ich will mal gucken, geht das jetzt schneller voran, weil wir zu dritt arbeiten? Hallo nochmal, ich habe gehört, dass die sehr erfolgreich in der Spielbranche sind und angefangen haben, ihr Team zu erweitern. Ich habe eine neue Kundenliste aktualisiert. Okay. Nice. Das haben wir erhofft. Okay, ja, weil wir arbeiten jetzt effektiver und schneller. Okay. Monatliche Kosten, fast 100.000. Die Spielemesse war schon. Space Conquest, ja, eins meiner Top Games, ne? Kommt rein, ja. Lass ein Abo da, wow. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Dieses Jahr haben so viele Leute unsere Messenstadt besucht. Dieses Jahr haben wir es nicht unter die Top 100 der meistbesuchten Messestände geschafft. Wird es bestimmt schaffen, bin ich mir sicher. Ob das jetzt was gebracht hat, keine Ahnung. $69.000, kriegen wir das hin? 72.000. Okay, wollen wir abwerten. Ja, das ist definitiv vier. Ja, 3 Wochen am Arsch. Komm. Wir versuchen es. 7 Wochen. Gucken, wie wir das als Team gebacken kriegen. Videospielgeschehnisse. Heute hat Vonny seine eigene Konsole namens PlaySystem angekündigt. Anscheinend hat das Unternehmen seinen Prototypen PlaySystem komplett überarbeitet, nachdem Nintendo das Projekt abgebrochen hat. Die haben einfach PlaySystem zusammengeschrieben oder was? Die neue PlaySystem ist mit einem CD-ROM-Laufwerk und einem 32-Bit-Prozessor ausgestattet und ist allerdings Eigentum von Vonny. Alleiniges, nicht allerdings. Experten der Branche sind der Meinung, dass dies der Beginn einer neuen Generation von Spielkonsolen sein könnte. Nintendo lehnte eine Stellungnahme ab. Die PlaySystem kommt in 2 Monaten auf den Markt. Ja. Mal gucken, ne? Wir versuchen erstmal hier ein bisschen unsere Teamarbeit zu. Fortsetzung! Das hätte ich wissen müssen. Fuck. Deswegen war Formula Zero Extreme ein Flop. Okay, gut. Sehr gut, Team, sehr gut. Und vor nichts draußen, wir haben Geld. Um die monatlichen Kosten ein bisschen zu decken. Was bedeutet das, wenn die Leiste jetzt niedrig ist eigentlich? Wenn die Leiste hoch ist. Egal. Okay, Leute, habt ihr Bock auf mehr Arbeit? 3 Wochen, nee, das sollte man gar nicht annehmen. Hier, neues Spiel. Wir benutzen natürlich die geile Spiel-Engine. So, und was für eine Konsole nehmen wir? 200.000, 60.000. Ist im Grunde nicht mal 1 Million, ne? Ich meine, wir könnten vorsichtig angehen und gucken, wie das auf ein Super TS oder auf ein PC. Der PC wäre halt sehr safe. Zu gucken, wie halt so die Teamarbeit sich da ausübt. Das würde sich ja nicht so gut verkaufen, wenn es dann ein Erfolg würde, ne? So das Riskante. Sonst ist der Markt halt noch relativ gleich. Geht die PlayStation 1 in ihrer Laufzeit ordentlich ab? Die PlayStation 2 wird es auf jeden Fall tun. Ich meine natürlich PlaySystem, wir wollen ja hier. Tut mir leid, ich hatte gerade ein Flashback aus der echten Welt. Er hat immer noch einen guten Marktanteil, der Gameling. Aber was für Spiele könnte man da noch rauszaubern? Zählt Jump'n'Run als Action? Kommen noch Genre hinzu?
Wenn die PlayStation draußen ist, dann kommt ja bald der T64 oder so, keine Ahnung. Und der Gameling bleibt noch etwas weiter bestehen. Das heißt, es gibt noch Update-Konsole zu dem Gameling. Gameling, Ling, 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 Banana Phone. Gibt es auch noch bessere PCs? Das ist auch die Frage, die sich mir stellt. Ha, denken, denken, denken. Ich nehme euch mal einfach mal mit auf meinem Nachdenkkurs. Ich lasse ja meine Gedanken immer ganz raus. Eine Simulation funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Action funktioniert ganz gut. Rollenspiel. Machen wir ein Rollenspiel, komm. Für alle. Rollenspiel. So, das Thema. Romantisches Rollenspiel, das würde gar nicht passen. Alternativgeschichte. Ich weiß ja nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Postapokalyptik. Fantasy haben wir nicht, ne? Ich frage mich, ob man auch ungeeignete Kombinationen, wie zum Beispiel Rollenspiel und Rennsport, ob man das hier mit der richtigen Settings auch zu einem Erfolg machen könnte. Ich würde aber eher sagen, nee. Dystopie oder ja, Postapokalyptik als Rollenspiel. Alternativgeschichten. Könnte man auch Nachfolger auf einer anderen Konsole machen? Nicht, dass ich wieder Backlash dafür bekomme, wenn ich das jetzt auf die Super TS im Grunde auch wieder ein Landwirtschaftsding mache. Machen wir postapokalyptisch, komm. Rollenspiel im postapokalyptischen Setting. So was wie Fallout zum Beispiel. Ja. Hier reinzukommen ist auch echt schwierig. Jetzt kommen wir zum Namen. Postapokalyptisch würde man. Also die Frage ist, ich würde eher auf alle machen von der Userbase. Weil es halt die meisten Leute anspricht, aber postapokalyptisch wäre doch eigentlich mehr für Erwachsene, ne? Ja, wie nennen wir das Spiel? Kreativität, einfach irgendwelche Worte reinklatschen, die episch sein könnten. Darkness Evermore. Keine Ahnung. Kann man nur so in den Sinn. Darkness Evermore. Komm, wir versuchen es. Okay, wir machen Rollenspiel. Lineare Erzählung. Kann jetzt rein. Spieltutorial kann auch rein. Story Quest, Rollenspiel hoch. Gameplay sollte auch da sein. Engine sollte. Rollenspiel und Engine sollten nicht so sehr die Story im Fokus sein, aber sollten auch nicht ganz vernachlässigt werden. Frage ist nur, was von den beiden würde man eher bevorzugen? Gameplay Engine. Die Technik. Komm, machen wir die so relativ halb-halb. Auf einem Niveau. Ein großartiges Spiel zu entwickeln ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Es ist wichtig, einen Hype um ein Spiel zu generieren und Begeisterung unter den Spielern hervorzurufen. Naja. Am Anfang deiner Karriere wird Hype meist durch Zufallsereignisse erzeugt. Sobald du mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du Marketingkampagnen. Aha. Apropos Marketing, komm. Zeitschriften und Demos? Ne, komm, machen wir erstmal nur Zeitschriften. Zeitschriften werben. Die Mietkosten sind auf 77.000. Dialoge hoch. Künstliche Intelligenz auch, aber nicht so wie Dialoge und Level Design. Ja, schon so Hälfte, ne? Wobei, komm. Die Gegner sollen ja auch was können, ne? Das soll ja kein Freifick durch das Spiel sein. Spielweltdesign hoch, Grafik auch, aber nicht so sehr wie die Spielwelt und Sound. Sound eher Mittelmaß.
So ungefähr. Ich mal so, mit Spielweltdesign macht man so Overworld und so. Und Stuff. Fuck, ich hätte eine Overworld reinbauen können. Ich muss mal, wenn wir jetzt einen Level-Editor und so weiter, Open World, erforschen, dann muss ich eine neue Engine machen. Okay, warten wir, bis die Bugs weg sind. Wir haben 4,2 Millionen, obwohl wir mit 6 Millionen reingegangen sind. Das ist schon mal ganz gut. Hype 16. Ja. Ja. Geile Stelle. Die Ergebnisse sind auf jeden Fall schon mal von den Punkten her höher. Einfache Zwischensequenzen, bessere Dialoge, ja, passt doch perfekt. Feuer, nee. Okay, jetzt kann man. Okay, Darkness Evermore, das wird bestimmt gar nicht gut sein. Ich bin mit der Combo mit Post Apokalypse und Rollenspiel nicht so zufrieden. Never mind! Es ist oberes Mittelmaß. Es ist gut, es ist gut. Okay. Ja. Läuft bei mir, I guess. Ich kann aussuchen, wer einen Spielbericht machen soll, und das mache ich. Neun ist schon relativ geil. Postapokalypse und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Gameplay scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Mhm. Gute Plattform-Zielgruppen wahrscheinlich. Gute, alle. Amy, Philipp und Jack Long sind noch neu im Team. Noch ein paar Spiele und dein Team bekommt ein größeres Potenzial. Okay. Die Einnahmen sind jetzt nicht ordentlich hochgegangen. Jack Long möchte sich beschweren oder hat ein Anliegen. Chef, ich habe eben herausgefunden, dass einige unserer treuen Fans ein Fanspiel von Harvest Sun entwickelt haben, welches sehr viel Material aus unserem Spiel benutzt. Sie verdienen damit aber kein Geld und machen es anscheinend nur für ihre Fangemeinschaft. Unsere Rechtsanwälte schlagen dringend vor, dieses Vorgehen zu stoppen. Was wollen wir tun? Also ich bin... Wenn solche Sachen mal aufkommen, können wir mal ein bisschen thematisieren, aus dem Let's Play ein bisschen Podcast machen. Ich laber nicht zu lang, keine Sorge. Aber ich mache und werde mehr so die Richtung von Sega gehen. Für die Leute, die es nicht wissen oder sich damit noch nie was gehört haben. Es gibt so einmal den Vergleich Nintendo und Sega. Wie man mit Fangames umgeht. Wir haben Nintendo, die striken alles weg und ficken dich Rechtsanwälttechnik, wenn die wissen, dass du da ein Hack erstellt hast, ein Fangame zu einem ihrer Spiele mit ihrem Marken und ihrem Inhalt. Auch wenn du kein Geld damit verdienst, du bist gefickt. Aber Sega hingegen, die erlauben das, fördern das, solange dadurch kein Geld generiert wird, was ja hier der Fall ist, und haben zum Beispiel auch mal Fanentwickler bei sich eingestellt für neue Sonic-Games zum Beispiel, wie zum Beispiel Sonic Mania. Wurde hauptsächlich von Machern von Fangames, Sonic Games, rekrutiert, an Bord geholt, damit sie da eben sich austoben dürfen. Und generell sind die alle noch, Sega so mehr oder weniger, reichen mehr die Hand, als die ganze Zeit runterzumachen, dass sie das ja nicht wieder machen und wir erwischen dich. So tickt Sega nicht. Noch nicht. Man könnte sagen, Sega tickt so nicht, weil sie anders als Nintendo nicht so eine Monopolstellung haben. In einer anderen Realität, wo Sega vielleicht diese Monopolstellung hätte, wären sie wahrscheinlich genauso. Weil Geld korrumpiert ein bisschen. Aber ja. Dennoch finde ich den Approach von Sega aktuell ganz gut. Sehr gut. Deswegen lassen wir sie in Ruhe. Jake Long, du Petze. So, Effekt unbekannt. Die Frage ist, sollte ich am besten auch aus Büchern lernen? Hier, werden wir hier gerade nichts machen. Forschung. Fortsetzung. Let's go. Level Editor, mittlere Spiele. Sind das größere Spiele?
Zwischensequenzen. Let's go. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt ein Poster von Space Conquest, aber nee. Hallo, ich bin Denise Reed, die Chefentwicklerin des Fangames von Harvest Moon. Aha. Ich habe kürzlich erfahren, dass Ihre Rechtsabteilung Ihnen nachgelegt hatte, gegen uns vorzugehen, und ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihnen sehr dankbar dafür bin, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Wie bekommt man sowas mit? Wenn das nicht öffentlich gemacht wird. Aber hey, ich freue mich für das positive Feedback. Cryonic Games KG ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Yeah. Ich trainiere mal ein bisschen. Spieldesign für Piraten. Lass mich nachdenken. Komm. Ich bin ein bisschen am Trainieren. Mach du einfach auch dasselbe. Sag das einfach mal auf den Markt genommen. Okay, gut, dadurch steigern sich die Skills. Kann machen. Ja, was machst du? Dich kann ich nicht trainieren, die kann ich auch nicht forschen lassen. Ich habe keine Forschungspunkte. Aber. Ah, jetzt gibt es einen Punkt Fortsetzung entwickeln, okay. Auftragsarbeit finden. Machen wir das. Von Zeit zu Zeit braucht ein Mitarbeiter Urlaub, um neue Kraft zu tanken. Du kannst feststellen, ob ein Mitarbeiter Erholung braucht, wenn seine Effektivität stetig sinkt. Um einen Mitarbeiter in Urlaub zu schicken, klicke einfach auf ihn und wähle Urlaub schicken. Also sie zum Beispiel gerade, die jetzt mitarbeiten muss und noch am Lernen ist. Das geht ja mal gar nicht. Ich schicke sie aber erst in den Urlaub, wenn sie gar nicht mehr kann. Und ich glaube, je nachdem, ob die Leute im Urlaub sind oder nicht, sollten wir mal darüber reden, was, wie groß unsere Spielprojekte in der Zeit sind, wo die nicht da sind. Wiener Gear wird in 2 Monaten vom Markt genommen, okay. Ja, komm, wir brauchen ein bisschen Punkte. Ja, nehmen jede Arbeit an, die wir kriegen können. Wir hoffen, dass wir da Forschungspunkte bekommen. Ich will gleich gerne als nächstes eine neue Engine erstellen. Ja, komm, kleiner Messestand. Kleine Peanuts. Buchhaltungssoftware, Wir sind gleich schon wieder bei 30 Minuten, ey. Ich habe viel zu viel Spaß dabei und ich will gleich sogar noch die nächste Folge aufnehmen. Okay, diesmal wesentlich mehr Fans als beim letzten Mal. Haben wir nicht nur die Top 100 geschafft, aber hey. So, haben wieder ein bisschen Kleingeld bekommen. Energie wird nicht mehr unterstützt. So, und du gehst in den Urlaub. Wird von Times weggesnappt. Oh, na, du wartest, bis deine Kollegen wiederkommt. In der Zeit kannst du ein bisschen trainieren. Oh, steht sogar, was es bringt. Wiederhole dich nicht. Forschung, Technologie. Na, hier. Trainier du mal ein bisschen. Bevor du in den Urlaub gehst. Ah, ich habe einen Forschungspunkt verloren. Kacke. Nehmen wir noch einen kleinen Minijob an, in der Hoffnung, Forschungspunkte zu bekommen. Okay, der Urlaub dauert auch nur so lange, bis sie alle wieder erschöpft sind. Erholt sind. Okay. Perfekt. Wir haben noch eine kleine Arbeit. Komm, für mögliche Forschungspunkte. So, nochmal mit deinem Training fertig. Gut. Viel Spaß im Urlaub, Jack Long. Und wenn du wieder da bist, dann legen wir so richtig los. Hier wird forschen. Cry. Level Editor, mittlere Spiele, bessere Dialoge. Machen wir mittlere Spiele. Die Games ein bisschen bigger werden. Ich hoffe, das ist damit auch gemeint.
Wir werden noch ein Spiel erstellen in der Folge, keine Sorge. Wir gehen mit dem Flop heute raus, keine Sorge. Hallo Cryonic, ich verfolge die Entwicklung von Cryonic Games KG seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Explosion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an die Patsche. Achso, das ist halt mittlere Spiele meinen, die sowas von Richtung AAA-Games zu gehen, hä? Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Es wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen, wo die Verkäufe sehr viel höher ausfallen. Lohnt sich meistens trotzdem. Ich kann die mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich den verfügbaren Aufträge ansehen können. Sagen sie mir Bescheid. Jasmine Droke. Okay. Publisher-Vertrag finden. Ein Publisher einzusetzen, eine super Möglichkeit, deine Spiele einem breiten Publikum zu präsentieren, was wiederum hilft, deine Fangemeinde zu vergrößern. Sobald deine Fangemeinde groß genug ist, kannst du größere Spiele selber veröffentlichen, ohne auf einen Publisher angewiesen zu sein. Für mittelgroße Spiele solltest du mindestens 100.000 Fans haben, bevor du sie veröffentlichst. Okay. Um einen Publisher heranzuziehen, musst du einen Vertrag unterschreiben. Der Vertrag schreibt dir vor, welches Spiel du erstellen musst. Achte auf die Details, besonders die geforderten Mindestbewertungen. Das Spiel veröffentlicht, Spiel, die minimale Werte nicht erreichen, musst du eine Strafe bezahlen. Es ist auch wichtig, auf den Lizenzsatz zu achten. Umso höher der Satz, desto mehr Geld wirst du mit dem Auftrag machen oder verlieren. Ja, okay. Okay. Gibt's eine Auftragsarbeit? Also eine Zeit wieder verstrichen. Ich wollte gerade sagen. Wir müssen ja ein bisschen Kosten decken. Ich hätte auf die Dauer achten sollen. Ich habe auf die Zeit nicht geachtet. Oh well, Performance-Punkte haben wir trotzdem gemacht. Hier. Eigene Engine erstellen. Einfache Zwischensequenzen. Open World. So. Tina Engine Cat X6. Ja. Wir sind ja bei 3 Millionen. Wir haben die Hälfte quasi verloren, aber wir haben dafür viel investiert bisher. Wenn ihr euch freut, dass diese Folge Überlänge hat, lasst mich in den Kommentaren wissen. So. Ja, okay. Dann forschen wir hier, lass mal dich forschen. Neues Thema. Krankenhaus. Fuck it. So, und du forschst. Neues Thema. Why not, ne? Wenn ich jetzt sowas Richtung Duck Hunt jetzt nicht, Moorhuhn gehen wollen würde, dann würde ich gleich auf PC bleiben wollen. So, neues Spiel entwickeln. Na, wobei, wir machen eine Fortsetzung. Die Frage ist, ist das so wichtig, dass die Nachricht gerade reinkam mit den Fangames? Geile Bewertung. Dann würde ich sagen, gehen wir auf Harvest Sun. Die Frage ist, muss ich dann für PC entwickeln? Nee. Okay. Mit der besten Engine, die wir haben. Ich gehe mir auf den Sack. Für alle. Mittelgame. Nee, ne? Mittelgame wurden erst empfohlen ab 100.000. Ich vertraue dir einfach mal. Landwirtschaft und Rollenspiel. Und die Plattform. Ich würde auf die Nintendo-Konsole damit gehen. Wieder PC. Frage ist, komm, Market heißt höher, machen wir wieder PC.
Harvest Sun und statt 2 machen wir einfach Untertitel. New Horizon. Fällt mir gerade ein New Leaf, ne? Könnte Richtung Animal Crossing gehen. Aber so, das war nicht darauf abgezielt. Ja, weiter. Ja, Entwicklung starten. Okay, Jungs. Let's go, Nachfolger. Einfache Zwischensequenzen. Jo, jo, jo. Die Frage ist, sind das dieselben Einstellungen, die ich gemacht habe? Story Quest hoch. Gameplay könnten wir etwas höher schieben. Engine vielleicht auch, aber das macht ja dann. Nimmt sich hier gegenseitig weg. Hi, ich bin Andrew McNarra von Game Informant. Ich habe gehört, dass Cryonic Games gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und ein Interview zu geben? Warum nicht? Ne? Kostet ja kein Geld. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden müssen und wie Unternehmen Schwerpunkte in einzelne Entwicklungsbereiche setzen. Ihr neues Spiel ist ein Landwirtschaftsrollenspielspiel. Können wir uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder auf Leveldesign setzt? Das weiß ich nicht. Ja, Leveldesign. Danke für Ihre Zeit, kein Problem. Na, mach ich noch nicht. Dialoge, künstlich. Ja, so wie dazu. Da müssen wir ein bisschen liefern, ne? In einem kürzlichen Interview mit Cryonic Games haben wir das über das kommende Landwirtschaft-Rollenspiel-Spiel gesprochen und haben Firmengründer Cryonic gefragt, wie unterschiedlich da stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Cryonic, dass Leveldesign besonders wichtig ist für ein Spiel sei und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, dazu ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja, cool, ne? Hier Marketing. Zeitschriften. Der Hype auf Level 9. Spielweltdesign, Grafik, Sound. Open World, ja komm. Wir fügen da einfach ein bisschen Open World rein. Mal sehen, wie das ankommt. Dass man mehrere Farms und so besuchen kann und so, kein Plan. Scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Derzeit gibt es keine starken Trends. Okay, der war mal anders. Okay. Na, noch ein Bug. Gestellt. Nintendo hat heute die nächste Generation seiner Spielekonsole mit dem Namen TS64 angekündigt. Sie wird in den kommenden Monaten erwartet und ist weltweit die erste Konsole, die 64-Bit-Prozessoren für Grafik und Sound verwendet. Laut Nintendo macht dies eine noch nie zuvor gesehene realitätsnahe 3D-Grafik. In den letzten Jahren hat die Super TS einen großen Marktplatz zugunsten von modernen Konsolen verloren. Experten sind an der Hardware der TS sehr beeindruckt. Sie drücken allerdings ihr Unverständnis darüber aus, dass noch immer ROM-Module anstatt der viel günstigen CD-ROMs, die darüber hinaus auch mehr Speicherplatz bieten, verwendet werden. Ist ja heutzutage anders. Meine ich. Trotzdem ist die TS64 eine sehr beeindruckende Konsole. Ja, klar. Okay. Diese Momente sind immer belastend. Yes! Boom, Digga! Boom! Es läuft gut! Jede Folge endet mit einem Banger, ey! Immer noch keine 10 von 10, aber hey! Ja! ich glaube, hier beende ich die Folge. Ah, sehr gut! Also entweder ich habe ein Feingefühl dafür oder ich habe Glück. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wie es mit unserem geilen Unternehmen weitergeht, schaltet in der nächsten Folge rein. Und ich glaube, ich nehme noch eine Folge auf. Solange es gut läuft, machen wir immer weiter. Ja,
Wir sehen uns dann in Folge 4 oder ist es Folge 4? Ich weiß es nicht, nächste Folge. Tschüss!